Die beiden Hexenmeister. Es lebten einst, man weiß nicht wo, zwei Zauberer wohlgemut und froh. Der eine, namens Mystifax, dem fiel ein Spaß bei eines Tags. Er braut einen Trank, mit dem er still den Compagno verzaubern will. Dem aber fiel, mag's Zufall sein, zu gleicher Frist dasselbe ein. Sie stellen sich zu gleicher Zeit auch den Entzauberungstrank bereit. Und als in Ordnung das Gemisch, begaben beide sich zu Tisch. Ein jeder mischt verstohlenerweis sein Elixier in Trank und Speis. Und jeder freut sich schon im Stillen der Zauberkraft von Trank und Pillen. Nicht lang, so fangen simultan die Mittel auch zu wirken an. Zur Schildkröt wird der eine schon, Meerschweinchen wird der Kompagnon. Gelungen ist der Doppelwitz, und jeder springt von seinem Sitz. Doch weh, als sie genug gelacht, wird des Entzauberungstranks gedacht, der, früher leicht erreichbar noch, für beide steht jetzt viel zu hoch. Umsonst, das Schildkröt, jetzt und Schweinchen zu strecken suchen ihre Beinchen. Vergeblich steht auf Sims und Schrank der wiederum Entzauberungstrank. Und wenn kein Dritter kommt herbei, verzaubert bleiben alle zwei.